Moin moin, ihr Banausen der Unterwelt und herzlich willkommen zurück. Heute gibt es ein absolut informatives Video mit viel Spannung und Action und wenn ihr bis zum Ende bleibt, gibt es auch Schokolade. Mein heutiges Thema ist die Doppelmoral. Doppelmoral lässt sich überall finden, in der Politik zum Beispiel, wenn man behauptet, eine Alternative für Deutschland zu sein, in Wahrheit aber gar keine Alternative ist. Oder sogar unter uns im Volk, wenn wir wieder Fridays for Futures Events mit dem Flugzeug besuchen. Oder wenn dein veganer Freund jetzt absolut eine Fleischwurst von dir verlangt, also quasi überall da, wo Menschen sind, gibt es die Doppelmoral. Aber was ist dieses Doppelmoral eigentlich? Kann man das essen? Ist das ein Tu-Wort? Oder ist es wie die Kartoffel, meine Lieblingsfarbe aus dem Alphabet? Doppelmoral lässt sich ganz einfach definieren. Man lässt verschiedene Grundsätze der Moral gelten, die sich quasi widersprechen. So wie die stark pigmentierten aus den Staaten zum Beispiel. Die sind nämlich privilegiert dazu, das böse N-Wort unter sich zu sagen, während der Kontrastärmere dafür gleich an der Höhlentür klopfen darf und sich den Nazi-Stempel auf die Stirn drücken darf. Als würden wir Deutschen uns Kartoffel schimpfen, aber wenn ein Gebietsfremder das wagen würde, würde wieder fleißig AfD gewählt werden oder mit Merkel ist schuld skandiert werden. Ah ja, denkt ihr euch, während ihr noch fleißig die Groschen zählt, gehen wir mal einen Schritt weiter. Stellt euch mal vor, ihr schimpft euren Freund oder eure Freundin aus, weil er oder sie ständig vulgäre Sätze auf dem Niveau eines Drittklässlers bringt. Aber einen Moment später werdet ihr dabei erwischt, wie ihr eurem kleinen Kind das Alphabet des Hurensohns beibringt. Das ist natürlich die Doppelmoral des Todes und wird oftmals mit dem Aufstieg der Karriereleiter belohnt oder man kommt direkt ins Paradies mit 72 Nicht-Mehr-Jungfrauen. Wenn ihr nämlich fleißig den Chef bei eurem Kollegium schlecht redet, nur um der Gruppe anzugehören, ihr aber face to face kaum den Mund aufbekommt bzw. den Honig auf beide Backen verteilt, damit ihr besser in den Arsch kriechen könnt, ja dann ist die Beförderung nur noch eine Frage der Zeit. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wie komme ich überhaupt auf das Thema? Bin ich selber ein Freund der Doppelmoral? Es wäre wohl eines der größten Lügen, wenn ich sagen würde, dass ich frei von der Doppelmoral bin. Man ändert im Leben häufig seine Meinung bzw. seine Werte, weswegen eine Doppelmoral oft nicht weit weg ist. Aber was, wenn man auf Menschen trifft, die genau das leben? Ihre Meinung im Minutentakt ändern, dir freundlich zuwinken und wenn du dich umdrehst, kommt auch schon das Zäpfchen von hinten und der Einlauf ist heute auch gratis. Und wie geht man gegen solche Leute vor? Entfernt euch einfach, weil ihr wahrscheinlich eure ganzen Werte über Bord werft und selber in die Doppelmoralfalle tappt, nur um diese Klagegeister zu vernichten. Und weil ihr jetzt nicht so viel Interesse daran habt, einen mit Honig beschmierten Arsch zu betreten, sucht ihr schnell das Weite und sucht euch Menschen mit Werten, am besten irgendwo im Zoo, im Löwengehege. Aber nun mal zurück zum Eigentlichen. Ihr seid davon betroffen und habt selber die Kunst der Doppelmoral betrieben und noch überall Honig im Gesicht? Dann steht dazu, niemand ist perfekt, entschuldige dich einfach, besuche dann jedes Friday for Future Event und anschließend fliegst du entspannt in den Urlaub. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund und wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurer wertvollen Zeit, dann geht doch einfach einkaufen und meckert so viele Verkäuferinnen an, wie ihr könnt. Bis zum nächsten Mal. Sam